So, Freunde, es ist Zeit für die Multiplayer-Revolution in der Final Fantasy-Serie. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Das erste Mal erschien dieses Spiel auf dem GameCube vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und das war halt bei mir eine Zeit, wo ich nur Nintendo gespielt habe und Sony verachtet habe ohne Ende. Entsprechend, als Final Fantasy-Fan hatte man eine leicht schwierige Zeit zu der Zeit. Aber dann kam Final Fantasy Crystal Chronicles und es war das erste Final Fantasy, welches auf einer Nintendo-Konsole erschien, nach Final Fantasy VI, also so nach, keine Ahnung, 10 Jahren oder so gefühlt. Und es war halt ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Es ist halt ein Action-Spiel, kein Rollenspiel so gesehen, wo es so mit rollenspielmäßigen, wie nennt man das? Rundenbasierten Kampfsystem abgeht, genau. Nichtsdestotrotz ist Crystal Chronicles ein sehr schönes Spiel, weil die Grafik damals echt hübsch war, der Soundtrack war richtig gut und auch das Gameplay war sehr interessant trotzdem. Also ich habe es sehr gerne gespielt und ich weiß gar nicht, ob ich es jemals durchgespielt habe. Auf jeden Fall habe ich es sehr weit gespielt und wie schon gesagt, es ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel, man kann es auch alleine spielen, aber es ist definitiv angeraten, das im Multiplayer zu spielen. Und das ist gar kein Problem, denn das ganze Ding hat auch eine Demo. Und die Demo ist richtig umfangreich, also da könnt ihr einiges mitmachen. Und wenn irgendwer von euren Freunden die Vollversion hat, könnt ihr mit der Demo ohne Probleme mit den Leuten zusammenspielen. Das bedeutet, nur einer braucht das Spiel und der Rest kann sich die Demo laden und einfach mitspielen. Das ist halt super nice und super easy. Das heißt, wenn ihr eine PS4, eine Switch oder ein Handy habt, könnt ihr das Spiel halt erstmal ausprobieren, bevor ihr es euch kauft. Und ich würde es jedem ans Herz raten, ans Herz legen, das Spiel einfach zumindest mal auszuprobieren. Ladet euch die Demo runter. Probiert es aus. Mögt es. Weil ich werde es definitiv jetzt in einem Rutsch einfach durchspielen, was unmöglich ist. Aber man kann es einfach probieren. Und würde mich sehr freuen, wenn ich das vielleicht mit einigen von euch zusammenspielen könnte. Weil das Ding hat auch Crossplay, by the way. Das heißt, oh mein Gott, es ist so ein großartiger Deal. Und deswegen lohnt es sich noch mehr, dass man das alles einfach mal ausprobiert und zusammenspielt. Daher würde ich sagen, pfeifen wir auf Fortnite, pfeifen wir auf Fall Guys, Final Fantasy Crystal Chronicles is where it's at. Daher, los geht's, Mann. So, dieses Spiel unterstützt automatisches Speichern, was ich zumindest ziemlich gut finde. Los geht's. So, wollen wir schon mal den Abspann angucken, einfach das Ending angucken, damit wir wissen, was auf uns so was auf uns zukommt. Fände ich witzig, machen wir aber nicht. Los geht's mit einem neuen Spiel. Das ist okay. Ach verdammt, wir müssen uns die durchlesen, oder? Okay, passt. Los geht's.
Das war nicht das Originallied. Das war schon so eine leicht interpretierte Version. Aber gut. Dann wollen wir mal. Mein Online-Name ist... Kann ich auch... Gut, ich kann mal mit kleinen Buchstaben anfangen. Ich weiß gar nicht. Musi... Nee, das wird nichts. Kann ich einfach Mu nehmen? Okay, das funktioniert. Nun lasst uns beginnen mit dem Verfassen einer neuen Abenteuerchronik. Die Chronik trägt den Namen Crystal Chronicles. Zuerst musst du deinem Heimatdorf einen Namen geben. Ha, wie nennen wir unser Heimatdorf? Toppel einfach. Gongaga, Alter. Me? Gongaga, eigentlich mache ich das. Eigentlich ist das echt gut. Das kann man schon mal machen. Dann kann ich einfach das Meme, okay? Voll gut. Ich glaube, das lassen wir so. Ich sehe gerade, die Remake-Version wurde von Susan Calloway gesungen. Susan Calloway hat's übelst drauf. Die Frau hat einfach ein Organ. Das ist nicht vergleichbar. Aber die Remake-Version finde ich leider nicht so toll. Also, die Original-Version klang schon ein bisschen nicer. Mal überlegen, ob ich das auf YouTube einfach so ein Fade mache von der alten in die neue Version, damit wir von beiden was haben, weil die alte Version ist halt schon ziemlich gut. So, neue Reise. Es ist früh und die Zeit des Aufbruchs ist gekommen. Etwas aufgeregt realisieren wir den Beginn einer bedeutenden Reise. In der Nähe der Straße finden wir einen kleinen Platz, wo wir unser Nachtlager aufschlagen, um am nächsten Tag bei Tagesanbruch unsere Suche nach dem Tau der Myrrhe fortzusetzen. Du musst Tropfen Myrrhe-Tau von weit entfernten Ländern einsammeln, damit dein Kristall weiter leuchtet. Okay. Okay, die Story hinter dem Spiel ist, keine Ahnung, ob sie erklärt wird. Das ganze Land ist von einem Nebel umgeben. Und dieser Nebel ist giftig. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der hat auch irgendeinen Namen. Und um diesen Nebel abzuwehren, hat jedes Dorf einen Kristall. Und dieser Kristall wird von Myrrhe-Tau aufgeladen, mehr oder weniger. Und verliert halt mit der Zeit seine Kraft. Und um diesen dann wieder aufzuladen,
brauchen wir mehr Mirre-Tau. Das heißt, wir reisen in die weit entfernten Lande, holen dieses Tau, kommen zu unserem Dorf zurück und revitalisieren den Kristall. Miasma, genau so hieß das. Und das ist mehr oder weniger die Story von dem Spiel. Und das ist halt dann so ein bisschen Dungeon-Crawl-mäßig tatsächlich, dass wir halt in verschiedene Areale gehen, welche in sich kleine Dungeons sind, uns da durchkämpfen, am Ende gegen den Boss kämpfen, die Mirre einsammeln, zum nächsten Dungeon gehen. Das geht, glaube ich, 3 oder 4 Mal, dann kommt der richtige Endboss und dann gehen wir zu unserem Dorf zurück und dann wiederholen wir diesen Cycle immer wieder. Und wie gesagt, das kann man halt entweder alleine spielen oder halt auch zusammen, aber am Anfang wirst du halt erstmal gezwungen, es alleine zu spielen. Und das ist auch vollkommen okay so. Los geht's. Erstelle eine Karawane. Das ist okay. Einmal die Klavat. Sind bodenständig friedlich, jedem freundlich gesinnt. Okay. Die Lilti. Traditionsbewusstes Kriegervolk. Also das sind die Allrounder. Das sind die Krieger. Das sind die Zauberer. Und die sind Agilitätsgedingst. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Das sind die, die von den Pros gespielt werden. Auf jeden Fall würde ich einfach einen Standard Klavat nehmen. Ich mag das hier, weil das ist so ein bisschen an den White Mage angelehnt. Wie sieht's denn mit den Dudes aus? Eigentlich passt das. Sind wir basic, nehmen den Standard. Ich glaube, das passt. Die Stimmen sind übrigens neu, die gab es im Original nicht. So, meine Eltern sind von Beruf Schmied, weil dann gibt's die geilsten Waffen. Nein, keine Ahnung. Ich weiß leider nicht, was Sinn macht hier. Es ist bestimmt taktisch irgendwas richtig sinnvoll, irgendwas zu nehmen. Wahrscheinlich ist Alchemist auch richtig gut. Alchemist, Händler oder Schmied? Ich kann mir vorstellen, dass die drei Sachen irgendwie relativ gut sind, weil damals hatte ich, glaube ich, Viehzüchter oder Fischer und ich habe immer nur Heil-Items bekommen. Das war halt voll kacke. Daher. Ich sage, wir nehmen Schmied. Auch der heißt... Nee, weißt du was? Der heißt nicht Mu, der heißt jetzt... Chris. So. Ba, 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 ba. Los geht's. Ich mag's ja einfach jeder die Eltern als Schmied genommen hat. Tut mir leid, dass ich mich da einreihe. Der Tag deines Aufbruchs ist gekommen. Achte gut auf dich und die Karawane und kehre mit dem Tau der Mirre zurück. Wir alle hier im Dorf Gongaga werden auf deine Rückkehr der Karawane warten. Wenn du die Materialien für die Schmiede findest, dann bring sie Vater. Er wird dir sicher etwas Nützliches schmieden. Mach dir um unsere Eltern keine Sorgen. Ich passe auf, dass sie keinen Unfug machen. Du bist doch nicht lange weg, oder? Iss ordentlich und achte auf deine Gesundheit. Chris, der Sohn eines Schmiedes, wird von seinem Vater Arian, seiner Mutter Christy und seinem Bruder Ramsay und seiner kleinen Schwester Pauli verabschiedet und beginnt eine abenteuerliche Reise ins Ungewisse. So, versuche deine Karawane mit Steuerkreuz oder L zu bewegen.
fellow caravaner. Wir haben Voice Acting, Alter. You are the caravan from that village, are you not? I heard they were sending out a new caravan. You see... Oops. My name is Sol Rock. I am captain of the caravan from the great fortress at Alphataria. Our caravan boasts a history that stretches back thousands of years. But let us discuss that some other time. Stiltskin, do you have a moment? Ah, wie in Final Fantasy IX. This is the village caravan. Come on, say hello. Allow me to introduce Stiltskin. He may not look it, but he is a seasoned adventurer. Even we turn to him for counsel from time to time. No, I'm just a Moogle that likes to get around. I learned all sorts of things in my travels before I knew it. Ich habe eben gerade erst realisiert, dass der Moogle redet. Alter. Damn, ich hätte nicht gedacht, dass die so klingen. I'm on my way somewhere right now, but I can teach. But I can teach you some useful things. But only if you want, of course. Ja bitte. By the way, are you standing out all by yourself, Capo? Okay, das klingt schon mehr wie so ein Mogi. You've got a lot on your shoulders, Capo. Let me carry the crystal chalice for you, Capo. Oh, die Mogi sind einfach so fucking cute in diesem Spiel. Yes, a capital proposal. Let Mog help you. Well, let's find a better spot. Kupo. Wenn du Fragen hast, komm her und drück auf Kreis, okay? Dieses Spiel, Alter. Das ist halt echt richtig lange her, Mann. Ja, dann nimm ihn. Okay, wie kriege ich meinen Mog dazu, dass er den Kelch aufnimmt? Aha, aha, aha. Ah, okay, mit Dreieck. Okay, okay, okay. Und ich glaube, irgendwann wird er auch müde und dann musst du den kurz fallen lassen. Und dann, Dann kannst du ihm wieder sagen, okay, er kann ihn weitertragen. Weil theoretisch ist das Gameplay halt so, du spielst es mit vier Leuten, einer davon trägt halt den Dude hier und die anderen drei kämpfen. Aber da du halt alleine das Ding, also ich meine, du kannst es halt nehmen und dann alleine so durchlaufen, das ist halt auch kein Problem. Aber normalerweise wirst du eigentlich damit beschäftigt sein, zu kämpfen die ganze Zeit und anzugreifen und zu zaubern und zu machen und zu tun und so weiter. Und, ja, dafür ist dann halt der Moogle da und der dann das Ding für dich trägt. Insane einfach. So, dann machen wir mal los. Nö. Hey, Kontrolle, was geht ab? So, dann wollen wir mal. Wir können jetzt entweder zurück zum Dorf und sagen, wir haben keinen Bock mehr. Wir können zur Tieper Halbinsel oder wir können hier hin. Und das wäre der erste Dungeon. Und ich glaube, das machen wir einfach mal. Erkunde Gelände im Einspieler- oder Mehrspielermodus. Den Modus kannst du vor dem Betreten des Geländes wählen. Den Mehrspielermodus kannst du auch über die zusammen aufbrechende Option der Weltkarte spielen. Okay. Angenommen, ich sag's zusammen los. Was passiert dann?
They say that wicked creatures prowl the road along this beautiful riverbank, but nobody has ever seen one. I once asked a man why. He simply replied, "Because anybody who happens upon one is promptly eaten." But it is long since anyone has met such a fate. For nowadays, people take another route, far away from the spooky old road. Only we walk the old way now, travelers in crystal caravans. Die Musik ist so gut. Sehr schön. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered und welche Plattform? Ja, ist remastered und auf PS4, Switch und für Handys. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn ihr es ausprobieren möchtet. Es gibt eine Lite-Version, welche essentiell eine Demo ist und mit der ihr das Spiel ebenfalls ausprobieren könnt. Und ihr könnt mit dieser Lite-Version sogar mit anderen Leuten zusammenspielen. Und wenn jemand von euch die Vollversion hat und ihr mit der Lite-Version zusammenspielt, dann hat die Lite-Version auch dieselben Funktionen wie die Vollversion, solange die beiden zusammenspielen. Mega gut! Okay, das mit dem Multiplayer war eine richtig gute Idee. Ja. Finden wir wann anders raus, wie der Multiplayer funktioniert. So, machen wir gerade mal Singleplayer. Ja, das haben wir gerade schon gesehen, das müssen wir uns nicht mal angucken. So, los geht's. Machen wir erstmal ein so ein Ding alleine und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie so ein Ding zusammen machen können. Oh mein Gott. Ach, das war ja auch mit diesem super wacken Menü, ne? Du halt mit L und R musst du halt so zwischen Verteidigen und Angreifen hin und her wechseln. Das ist halt super crazy. Hat mich damals schon fertig gemacht. Aber hey, was soll's. Der droppt jetzt wahrscheinlich Feuer. Genau. Und jetzt können wir halt auch Feuer zaubern, wenn wir wollen. Tada! Wir haben einen Fisch gefunden. Was ist das hier? Ah, okay. Vita erhalten, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich glaube, das brauchen wir, um das gleich da reinzupacken. Perfekt. So langsam, so leicht erinnere ich mich noch daran, wie es funktioniert. Ah, und das können wir dann auf dem Boden verteilen, da Blitz drauf zaubern und dann ist alles voll cool. So, warte mal kurz. Jetzt können wir so reden, ist schwierig. Wir können die Phönixfeder jetzt durch Vita austauschen. Dann haben wir jetzt einen Vita-Zauber. Wir haben einen Feuerzauber. So können wir uns heilen. Okay, ich kapiere es. Ah, guck mal, das können wir jetzt nehmen. Hinten hinschmeißen. Dann Feuer zaubern. Und einfach das Öl entflammen, so. Es ist halt schon... Ich meine, es ist jetzt nicht das krasseste System ever, aber es ist halt schon ein bisschen süß gemacht. Das kann mir keiner erzählen. Wow. Oh, warte. So.
Und erstmal gestorben, Alter. Okay, cool. Das Spiel ist nicht so einfach, wie ich es in Erinnerung hatte. Eine kaum beschriebene Chronik findet nun hier ein plötzliches Ende. RIP. So, mal schauen, was wir jetzt alles nochmal machen dürfen. Wahrscheinlich gar nicht so viel, oder? Wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt irgendwie voll viel Spiel nochmal spielen müsste. Aber nein, wir können einfach durchlaufen. Das ist fair. Das finde ich okay. Und wir haben ja Vita. Also von daher... Cure me, Daddy. Los geht's. So. Ha. Okay, jetzt habe ich Angst. Ha, mega gut getimed. Ha, so. Nice. Ein Bronzefäustling erhalten. Huch. Ah, hat trotzdem geklappt. Sehr gut. Anfängerwaffe erhalten. Jetzt merken wir auch langsam, dass der Moogle so ein bisschen müde wird, weil wir die ganze Zeit aus dem Schutzkreis hier rauslaufen. Was halt eigentlich gar nicht mal so gut ist, weil wir da halt dann auch Schaden nehmen. Double Kill, Alter! Damn! Mega gut! Dieses Timing rauszukriegen, wann du diese Dreierattacke machst, ist gar nicht so einfach. Okay. Es hat wahrscheinlich irgendwas hiermit zu tun, oder? Zaubern standhalten. Ha. Spannend. Okay, irgendwas konnte man jetzt auch mit den zwei Vitern machen. Das weiß ich auch noch. Konnte man die dann irgendwie zusammenpacken und dann hattest du so einen Super-Vita-Angriff? Also so ein Vitra? Ich weiß, dass das irgendwie ging. Irgendwie konntest du das mit diesen beiden Dingern machen. Ich weiß noch nicht mehr wie. In meinem Gehirn regt sich irgendwas. Das ist halt so ganz doll. Ah, da ging irgendwas mit. Irgendwas war da. Aber ich weiß nicht mehr, was da war. Das war es auf jeden Fall nicht. Cure.
So. Erstmal das Eichhörnchen schocken. So wie es sich gehört. Okay, damit haben wir die Abkürzung auf jeden Fall geöffnet. Ah, verdammt. Lass es mich werfen, du Bitch. Halt hier. I don't care. So, okay. Den Mais nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir auch mit. Sah einfach gerade aus wie so eine Toilette-Statue, ehrlich gesagt. So, warte mal, wenn ich jetzt hier zurücklaufe, hier das Wasser hole und das dann einfach mal hier so hinwerfe, in der Hoffnung, dass sie mir folgen und einfach voll erledigt werde. Richtig gut. Gut, das hat alles nicht funktioniert. Oh Gott, oh Gott, okay, er ist tot. So, das war es wert. Der Kampf war es wert. Er war nicht gut, aber er war es wert. Huiuiui, okay. Hier kommen wir nicht lang. Rechts Mori-Haus, ehemalige Straße. Okay, gehen wir zum Mori-Haus. Nein, gehen wir zur ehemaligen Straße, denn hier ist eine Truhe. Und jetzt gehen wir zum Mori-Haus. Ich frage mich immer noch, was das da ist. Gut, wir gehen nicht zum Gefährlich-Kupo. Das klingt sehr gefährlich, aber wir gehen auf jeden Fall mal hier rein. Oha! Jemand von der Karawane, Kupo. Der Mürrebaum ist aber nicht hier, Kupo. Na dann. Entschuldige die miserable Gastfreundschaft, Kupo. Wir sind hier erst vor kurzem eingezogen, Kupo. Ha. Ich dachte, hier könnte ich mehr machen. Warte, könnt. Nee. Strange, aber gut. Ich weiß, dass ich meinen Moogle auch irgendwie anmalen konnte oder einfärben konnte eher. Aber naja. Ich glaube, das war's auch schon für den ersten Dungeon. Erstmal den Sound verkackt. Oder ist meine PlayStation wieder scheiße eingestellt? Das kann auch sein. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Shit, shit, shit. Okay,
Okay, Blitz ist super nutzlos. Wie wäre es mit ein bisschen Eis? Keine Ahnung, ob es getroffen hat. Okay, es hat getroffen. Aber das hier macht mehr Schaden. Damn. So. Au. Ich habe ja am Anfang erklärt, wie ihr mehr oder weniger eure Reise ständig wiederholt. Und ein weiteres Ding dieser Reisewiederholung ist, dass die Gegner auch immer schwerer werden, by the way. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich irgendwann echt gegen diese Krabbe gestruggelt habe, weil die halt auch einfach immer schwerer wurde. So. Sehr schön. Das darf mich nicht nochmal treffen. Wäre auf jeden Fall sehr super. Okay. Kurz eine Heilung. Ha, sehr gut. Ich glaube, außer Slow kann er jetzt auch nichts mehr machen. Okay, er kann doch noch was machen. Oh Gott. So. Man sieht übrigens auch diesen Knubbel da hinten auf ihm drauf. Und da kann man vielleicht schon irgendwie erkennen, dass er vielleicht irgendwie nicht so ganz unter eigener Kontrolle steht, sondern unter Umständen von diesem Ding irgendwie kontrolliert wird. Bisschen sick irgendwie. Na bitte. Wundervoll. Komm, da können wir schon mal reingucken. Mail Moogle at your service, Capo. Wir haben Post bekommen. Here you go, Capo. Ein Brief von Roland. Okay. Bist du wohl auf, mein Kind? Ich weiß, deine Reise wird auch von Leid und Qual begleitet. In Momenten der Einsamkeit möchte ich, dass du an uns denkst. An deine Freunde und Familie. Von Roland. Oh, mir geht es gut.
Ich habe Bronze gefunden, die wir mitsenden könnten. So, cool. Ich mag, dass die alle total so gegenüber uns sind. Haben alle nicht so Bock auf uns. Sehr gut. I've got your reply, Capo. So long, Capo. Sehr schön. Ich sehe, da gibt es verschiedene Klassen. Es gibt, ja, würde ich sagen. Es gibt halt den Allrounder, den ich gerade spiele. Dann gibt es halt Zauberer. Dann gibt es halt Kämpfer, die halt wirklich speziell nur aufs Kämpfen ausgelegt sind. Halt super scheiße Zaubern. Und ich glaube, dann gibt es noch die vierte Klasse und die sind für Verteidigen da. Bei denen wird aber gesagt, dass die agil sind. Also keine Ahnung, ob die jetzt verteidigen oder einfach nur schnell durch die Gegend laufen. Daher, Aber ja, es gibt diese vier Klassen. Stärke plus 1, Magie plus 3, Abwehr plus... Ich habe das Gefühl, dass Magie relativ insane stark sein könnte, aber ich glaube, ich möchte einfach mal eher einen haben, der physisch ein bisschen drauf ist, weil ich nehme immer die Magier. Daher powern wir uns ein bisschen mit STR hoch. Die Gegend um den Fluss Bell herum ist eine wunderschöne Grünlandschaft. Das Wasser des Flusses war so klar und rein und funkelte grell im Sonnenlicht. In der Nähe des Wasserfalls gab es eine kleine Lichtung, wo wir gegen die Monsterkrabbe kämpften, die und sie glorreich besiegten. Ach, das ist schon... Das ist halt so charming gemacht alles, Mann. Ist halt schon ein bisschen wundervoll. Aber naja.